Vielen Dank, Daniel Brunner. Daniel Brunner ist Leiter der Informatikdienste des Bundesgerichts. Also wir gehen jetzt wieder in die juristische Sphäre über und hören noch einmal ein bisschen mehr über den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Anonymisierung von Gerichtsurteilen. Das Bundesgericht, das habe ich in Erfahrung bringen können, ist ja ein Spezialfall in der IT-Landschaft, weil ihr eine Unix-orientierte Architektur habt, schon länger, setzt ihr nicht auf Microsoft-Produkte, sondern auf Star Office. Ich hoffe, es ist korrekt. Immer noch. Das heißt, LibreOffice heißt das heutzutage, ja. Also der Artikel, auf dem ich die Information habe, ist schon ein paar Jahre alt. Aber ich glaube, die wichtige Botschaft ist, ihr seid innovativ und ihr seid Pionier. Ihr habt Pionierarbeit geleistet, ihr setzt auf offene Standards. Deshalb freuen wir uns sehr, dass du uns heute den Einblick geben wirst in KI für die Anonymisierung von Gerichtsurteilen. Vielen herzlichen Dank. Nach dem Vortrag folgt dann nochmal eine kleine Diskussion mit Matthias und dann gibt es noch Mittagessen. Besten Dank. Es freut mich, heute hier zu sein, um Ihnen von unserem Bundesgericht und unserer Informatik sprechen zu können. Vielleicht kurz, warum sind wir am Bundesgericht für unsere Benutzer da? Wichtig ist, wir sind für unsere Benutzer da. Ziel ist, dass unsere Juristen finden, was sie suchen. Wir sind die letzte Instanz und wenn zwei ähnliche Fälle sprachenunabhängig anders entschieden werden, haben wir ein Problem. Wir haben seit, wie das schon erklärt wurde, wir haben seit schon lange haben wir eine Strategie basierend auf offenen Standards, die dann kam Richtung Open Source in diesem Sinne. Hier sind ein paar Tools, die wir einsetzen. Das sind eben, wie gesagt, schon LibreOffice. Auf der anderen Seite ist für uns auch der Datenschutz sehr wichtig und deshalb basieren wir unsere IT auf eine Private Cloud. Das ist auch in unserer Strategie. Heute wurde schon das Thema digitale Souveränität angesprochen. Das sind von mir aus gesehen die Basis zur digitalen Souveränität. Vielleicht zur Innovation. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, warum sind wir innovativ am Bundesgericht? Und dann ist mir der Steve Jobs eingefallen und ich weiß nicht, wer hier die Präsentation des Tablets gesehen hat. Dazu mal hat Steve Jobs uns gesagt, schauen Sie mal, was ich hier mache. Hat nichts gesagt, schauen Sie mal, was ich hier habe. Ich habe ein Tablet mit so und so viele Farben und so und so viele Pixel. Nein, er hat gesagt, ich lese die Zeitung. Und dann hat er gesagt, schauen Sie, ich kann hier auch den Zug schauen, wann der nächste Zug fährt und bald kann ich dann mein Zugbillett bestellen. Für mich ist die Idee, Innovation ist Ermitteln von neuen Verwendungszwecken der Technologien für neue Anwendungen. Und dazu kommt auch das Recht auf Fehler. Wenn ich neue Ideen habe, funktioniert das nicht unbedingt direkt. Das heißt, dass man auch fehleroffen sein muss mit Fehlern. Das ist nicht unbedingt immer kompatibel mit der Verwaltung oder mit den Firmen. Und ganz zum Schluss, und das ist auch wichtig, denke ich, Innovation macht man nicht aus einem Pflichtenheft. Das hat mal Elmar Mock bei uns gesagt am Bundesgericht. Und das ist so richtig, weil wenn ich etwas beschreibe, das ich kenne, dann ist es schwierig, dass es eine Innovation sein wird. Der Weg zur künstlichen Intelligenz bei uns. Es hat so angefangen, dass ich mir sagte, okay, künstliche Intelligenz, wir müssen schauen, was da alles los ist. Dann habe ich eine Masterarbeit begleitet von einem Studenten der ETH in Lausanne. Und dann haben wir petit à petit auch interne Kompetenzen aufgebaut und in Zusammenarbeit, weil da haben wir gewisse einfach. Das Thema heute ist Anonymisierung von Entscheiden, habe ich mal gesehen auf einer Präsentation. Ah ja, das BFH, das macht das Gegenteil, versucht die Entscheide zu de-anonymisieren. Und dann sind wir zusammengekommen mit der BFH und mit dem Ziel, ein neues Modell zu kreieren, das vielleicht ein bisschen noch besser ist als die Standardmodelle, Sprachenmodelle, die man auf dem Internet findet, spezifisch für die Justiz. Und Überlegung permanent ist, wir haben kostbare Daten. Und wie kann man dank künstlicher Intelligenz diesen vorhandenen, ich sage das gerne, Datenschatz nutzen, um Funktionalitäten für unsere Benutzer herzustellen? Wir haben ganz einfach angefangen mit der Analysierung der Entscheide. Seit 2013 haben wir eine Applikation, die ist regelbasiert, für die Techniker Regex basiert.
Wir haben die Chance, dass wir die Geschäftsapplikation haben. Dort sind die Parteinamen drin. Und anhand von diesen Parteinamen versuchen wir heute immer noch, diese Namen im Dokument zu finden. Aber Problem, wenn ich einen Zeugen habe, beispielsweise, der ist nicht bei uns in der Geschäftsapplikation oder Ärzte oder andere Arten von Personen. Für Bankkontonummern und so weiter, das ist ziemlich einfach, auch mit Regular Expressions das im Text zu finden. Und die Problematik, wir haben schon davon gesprochen, das ist eine zeitaufwendige Aufgabe zu anonymisieren. Und man muss wissen, dass vor der künstlichen Intelligenz haben noch viele Benutzer das Ganze von Hand gemacht. Von Hand gemacht, das heißt, das Search Replace. Ich suche und ich ersetze im Text und dann habe ich andere Namensgebungen und dann vergesse ich gewisse. Aber das ist nicht oft, aber der Mensch, das ist wirklich anspruchsvoll, man muss sehr gut kontrollieren. Das heißt nicht, dass mit der neuen Applikation das nicht mehr notwendig ist, aber wir finden noch ab und zu noch Fehler heraus. Also, wir haben schon, wie gesagt, wir haben einen Datenschatz, wir haben die Parteinamen und wir haben auch Dokumente, die in offenen Formaten seit eh und je sind. Und die Idee ist, wir haben Sprachenmodelle auf dem Internet. Es gibt Open-Source-Sprachenmodelle, aber das Problem ist, um ein Sprachenmodell zu trainieren, braucht es viele Rechenleistungen. Wir haben ein anderes Problem. Um die Daten zu anonymisieren, einfach dieses Modell zu definieren, brauchen wir die Namen, um das System zu erlernen. Und Namen auf das Internet zu bringen, wir haben ja schon per se eine Strategie, die auf eigene Cloud basiert, aber diese Daten zu Google, zu Amazon oder so zu bringen, das können wir nicht. Das haben wir gemacht. Wir haben zwei Grafikkarten beschafft und dank diesen Hochleistungskarten, es ist nicht so riesig oder so teuer, aber das erlaubt uns, das System zu erlernen, statt in 4-5 Tagen, in 4-5 Stunden. Und das hilft natürlich, um das Modell zu verbessern. Und ganz kurz die Idee, wir haben 115.000 Entscheiden mit Namen, wir haben 115 Entscheiden anonymisiert, der Mensch hat diese anonymisiert, das heißt die Qualität ist da sehr gut, der Daten. Und wir haben versucht, das System zu erlernen, damit sie, wenn ein neuer Entscheid kommt, dass er die Vorschläge macht. Und wie sieht das Resultat aus? Wir haben auf der linken Seite haben wir einen Screenshot der Applikation, es ist klein, sorry, aber man sieht einfach, dass zuerst sagt man dem System, finde mir alle Parteien, Namen und so weiter raus mit den Regular Expressions und dann haben wir einen Zusatzknopf, um zu sagen, was findest du noch Zusätzliches, das normale Regelwerk nicht gefunden hat. Problem, man sieht es schon am Bildschirm. Der Knopf, wenn ich ihn drücke, dann werden die Namen violett markiert im Text, die violetten markieren, das sind die Zusätze künstlicher Intelligenz. Aber in Rot ist da ein Joseph S. Blatter, der nicht gefunden wurde. Warum wurde dieser nicht gefunden? Weil das ist eine spezielle Zitierungsweise von einer Partei. Entweder ist es Joseph Blatter oder Sepp Blatter, aber Joseph S. Blatter gibt es nicht. Und wir gehen davon aus, dass das System das nicht gefunden hat, weil solche Namensgebungen nicht trainiert wurden für das System. Und unten steht das Resultat. Wir haben gehört, ja, es gibt ziemlich gute Resultate. Wir haben, denke ich, sehr gute Resultate mit unserem System. Die Genauigkeit ist bei 90%. Das heißt, wenn das System einen Namen vorschlägt, 9 mal auf 10, ist es etwas, das anonymisiert werden muss. Und die Trefferquote ist, vom ganzen Dokument finde ich alle, die anonymisiert werden sollen. Und das wird vielleicht Matthias Stürmer erfreuen. Wir haben jetzt seit kurzer Zeit dieses Sprachenmodell, das auf juristischen Texten basiert ist, getestet. Aber es wird noch ein besseres geben, aber schon das Zwischenmodell ist gar nicht so schlecht. Wenn ich da draufklicke, steht es, Trefferquote ist heute schon bei 92%, mit einer Genauigkeit auch von 92%. Das heißt, wenn ich heute die Geschäftsapplikation, Verwaltungsapplikation wegschließen würde vom System, würde es heißen, dass ich nur 92% der Begriffe, die analysiert werden müssen, finde, dank künstlicher Intelligenz. Ein kleiner Ausblick, was haben wir noch für Überlegungen? Wie gesagt, Idee ist, der Benutzer zu unterstützen. Idee ist nicht, der Benutzer zu ersetzen.
Im Gegenteil. Und wir haben wirklich Goldminen intern. Wir haben Zusammenfassungen von Entscheide, Zusammenfassungen von Bundesgerichtsentscheide. Dann haben wir, und das muss man wissen, wir haben gesagt, ich habe gesagt vorher, es ist wichtig, dass unsere Juristen finden, was sie suchen. Wir haben ein juristisches Team, das alle wichtigen Präzedenzfälle manuell indexiert. Das sind mit Stichwörtern, wir haben mehrsprachigen Thesaurus. Das erlaubt uns, Sprachen unabhängig zu finden und natürlich auch nach Gesetzesnormen. Und dank diesem haben wir auch zusätzliche Goldminen, die wir mal schauen werden, wie wir diese ausnutzen können, um die Indexierung zu unterstützen oder gewisse Fälle auch zu Indexierungsvorschläge zu machen. Natürlich, wir haben heute vieles gehört. Ich habe das alles zusammengefasst, aber das habe ich nicht jetzt gemacht im Saal. Das war schon vorher auf der Folie. Aber ich denke, das deckt sich ziemlich mit dem, was wir heute gehört haben. Wichtig, denke ich, ist, lokale Kompetenzen zu haben. Aber dort sind wir sehr stark, denke ich, in der Schweiz wieder, weil Hochschulen überall wird KI. Wenn ich in einer Hochschule studiert habe und nicht über Data Science oder KI eine Schulung bekommen habe, dann habe ich ein Problem oder dann bin ich nicht mehr up to date. Oder das ist der Hype aktuell. Dann, wichtig auch, ist die Rechenleistung. Wollen wir all unsere Daten, die eventuell sensible Informationen haben, Amazon, Google, Microsoft und so weiter, oder wollen wir das lokal haben? Lokal könnte eventuell auch sein in Europa, ist vielleicht schon besser kulturmäßig als in Amerika oder in China. Das ist auch eine große Überlegung, die wir machen müssen. Weil Datenschutz und Ethik, Abhängigkeiten, wir haben schon gesprochen, Abhängigkeiten von großen Ländern oder Staaten und Kulturen, die nicht sich mit unseren decken. Wichtig ist auch, wir haben das auch gehört, ChatGPT, oder? Das Aktualität der Daten, die müssen aktuell sein. Wenn sie nicht aktuell sind, dann bekommen wir Probleme. Und vielleicht auch, weil das ist eine Frage, die kommen wird, oder? Ist es heute möglich, dass ein Richter ersetzt wird? Die Antwort ist nein, weil es gibt, wir haben schon gehört, oder? Das System ist basierend auf etwas, das existiert. Und wenn neue Entscheide kommen, neue Sachverhalte und so weiter, dann kann das System etwas generieren, oder? Aber das generiert wird sich sicherlich oder nicht oft decken mit das, was der Richter denkt. Weil beispielsweise es gibt Veränderungen von Denkweisen, es gibt auch, wenn ich ein Gericht habe, beim Bundesgericht sind ja die Richter abhängig, hängen an einer Partei an. Wenn die Parteizugehörigkeiten ändern und so weiter, dann ist die Entscheidweise so oder so anders als vor einem Jahr. Also das ist schon eine erste Antwort zur Diskussion nachher. Dann Qualität natürlich der Daten haben wir auch schon gesehen. Ich habe doch müssen auch ChatGPT kurz etwas zu diesem Thema zu sagen. Qualität und Aktualität der Daten. Interessant, in einem Monat oder so haben wir eine neue Abteilung, gibt es neue Richter, sind wir 40 Richter. Ich habe gefragt am 18. April, habe die Frage gestellt, combien de juges y a-t-il au Tribunal fédéral? Ich habe sie auch auf Deutsch gestellt, damit man sieht, ob es sprachengleich ist oder nicht. Und die Antwort, das ist eben das Problem. Es stimmt nicht, was da steht, aber es ist auch nicht komplett falsch. Das heißt, wenn ich von Frankreich komme und ich ChatGPT so frage, dann der eine Dissertation macht in Frankreich und einfach das abschreibt, der hat dann ein Problem. Oder? Das sind so kleine Sachen, die einfach wichtig sind. Und das habe ich auch schon gehört von der Nationalbibliothek. Wir wissen nicht, woher die Informationen kommen. Wenn ich in Google suche, da haben wir die Referenzen, da kann ich als Mensch schon mal schauen, ja, Wikipedia stimmt vielleicht. Und Bundesgericht, das über das Bundesgericht stimmt, stimmt sicher, oder? Das sind dann solche Sachen. Und fast zum Ende, Ethik und Kultur. Diese Folie ist entstanden, als ich mit meiner Tochter im Auto war und ich ihr erklärt habe, was ist Ethik oder kulturabhängig in der künstlichen Intelligenz. Wenn ich da ein VW habe, ist ja voll künstliche Intelligenz mit Kaptoren und so weiter, oder? Hat man auf der Straße einen Hund, was sagt die künstliche Intelligenz? Kulturmäßig Stopp. Oder Hunde haben wir zu Hause. Das ist ein Haustier. Wir lieben die Haustiere. Das ist voilà. Und denn, was ist das für einen Wagen? Das ist ein chinesischen Wagen. Und da traue ich mich, das zu zeigen, weil ich war 4 Wochen in China.
Ich hatte die Chance, beinahe im Einwohner zu leben dort. Und dort sind die Hunde überall auf dem Weg, oder? Und dort, wo ich war, werden die Hunde auch gegessen, oder? Und dann die Antwort, wie wird das aussehen, wenn ich jetzt ein chinesisches Auto habe, künstliche Intelligenz? Hopp. Könnte so aussehen. Wie ich sage, es könnte so aussehen. Das sind dann Themen, die man auch überlegen muss, wenn man einfach Produkte übernimmt von anderen Ländern. Habe ich gesprochen, Datenschutz, das ist ein großes Thema, künstliche Intelligenz. Und die letzte Folie, das Thema Pizza mit Ananas, oder? Pizza mit Ananas, einfach Thema Datenschutz und Chatbots sind keine Partner für Vertrauliches. Einfach man hat gelernt, wie man mit Google umgehen muss, oder? Und dasselbe muss man auch lernen, wie man mit solchen Tools arbeiten muss. Voilà. Und ganz zum Ende, dem, der es gar nicht mehr gefällt, der kann den Stecker ziehen. Aktuell, wenn ich keinen Stecker habe, keinen Strom habe, habe ich auch keine künstliche Intelligenz. Da bleibt noch die menschliche Intelligenz. Voilà, besten Dank.